Liebe Freunde, hier ist euer Steinwalen. Wir sind zurück. 2. Januar 1888. Ein bedeutsames Jahr. Warum? Dazu werden wir noch kommen. Ihr wisst es natürlich schon. Außerdem, das letzte Mal endete mit dem Fluch der Pharaonen. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass der uns schon getroffen hatte aufgrund dieser fatalen Entscheidung wegen Österreich-Ungarn, die jetzt tatsächlich mit Großbritannien verbündet sind, was wirklich ungünstig ist. Unser Bündnis mit Italien aufzugeben. Und jetzt müssen wir hoffen, dass am 14. Januar, wenn wir den neuen Diplomaten senden können, dass dann alles wieder gut ist und vorher uns niemand irgendwie in die Quere kommt. Ja, die USA demobilisieren. 11. Januar, 12., 13., 14. Jetzt dürfen wir wieder. Sie werden akzeptieren. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay. Puh. Haben wir wenigstens einen Großmachtspartner? Wie sieht denn jetzt die Gesamtlage aus, diplomatisch? Ja, nicht mehr so großartig. Aber das ist die Sphäre, ne? Warum zeigt er mir Ägypten jetzt an? Sind wir mit Ägypten verbündet? Nee, Jemen. Er zeigt mir auch die Sphärenländer mit an. Ja, dann gucken wir uns das hier nochmal genau an. Verbündet sind wir mit einigen Ländern. Dänemark, Schweden, Belgien, Holland, Spanien, Serbien, Persien und Brasilien. Also es geht natürlich noch. Es geht noch. Aber trotzdem, Österreich-Ungarn, gerade dieser Wechsel in die britische Allianz. Verbündet mit Großbritannien und den Osmanen und die Briten. Österreich-Ungarn, das ist ihr Großmachtspartner jetzt. Die Osmanen. Ach so, ja, wegen der Einflusssphäre. Wegen der Einflusssphäre kommen sie nicht zu uns. Hätten wir mal vielleicht doch um das Osmanische Reich in unserer Einflusssphäre gekämpft. Ha. Naja, gut. Okay, Spanien wird ja aber auch immer stärker. Da können wir ganz zufrieden sein. Was ich jetzt noch machen wollte, ich wollte mal hier im Produktionsbereich gucken. Wir haben ja jetzt die Armeen erstmal alle wieder geöffnet. Und das hat sich als erstmal ganz gut erwiesen. Gibt gar nicht so viele, die geschlossen sind. Die jetzt geschlossen sind, die werden wir einfach komplett schließen. Außer Dampferwerft. Wisst ihr was? Die werden wir subventionieren. Weil wir sind ja jetzt Marine fixiert so ein bisschen. Und Handfeuerwaffen, die werden wir auch subventionieren. Pro Militär sind wir. So, Konservenfabrik ist eigentlich auch militärisch, aber das können wir schließen. Das können wir im Notfall auch woanders her einkaufen. So, Düngerfabrik wird geschlossen, richtig geschlossen. Wenn es nicht von selbst überlebt, werden wir es hier nicht am Leben erhalten. Dünger scheint sich hier derzeit gar nicht zu rentieren. Und immer noch werden Stofffabriken gebaut. Echt erstaunlich. Okay, das haben wir soweit erledigt. So, und dann schaue ich doch nochmal auf unsere Flotte. Wir können nochmal wieder ein bisschen Flotte bauen. Ich denke, wir werden ein Schlachtschiff jetzt mal in Kiel bauen. Verdammt teuer ist das, wenn ich die Materialien selbst kaufe. 5.500 und der Unterhalt vor allem. Oh Mann. Na gut, aber wir haben ja jetzt auch eine andere Steuerpolitik und dann werden wir mal 4 Kreuzer dazu bauen. Okay. Gut, und ich glaube, theoretisch können wir auch bald mal noch ein neues Korps ausheben, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Haben wir irgendwo. Ach, wir haben die noch nicht zusammengeführt. Ach ja, wir haben ja, ach Mensch, wir haben ja kein Durchmarschrecht mehr durch Ägypten. Das ist natürlich ärgerlich. Warum eigentlich nicht? Minus 52. Basiszurückhaltung und unsere Infamie ist das Problem. Oh, da müssen wir unsere, die können wir erstmal wieder zusammenlegen, aber dann müssen wir unsere Transportflotte doch in Anspruch nehmen. Soll sie mal nach Massawa fahren und ihr fahrt bitte zurück nach Djibouti. Dann sammelt euch dort. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, Italien akzeptiert. Perfekt, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann ich da nur sagen. Die USA mobilisiert schon wieder. Ich habe echt schon wieder vergessen, was für ein Krieg. USA, Peru. Oh! Sie greifen jetzt hier in Amerika sogar ein gegen Argentinien. Ja, die USA wird weltpolitisch aktiver. Botschafter beleidigt. Unser Wilhelm I. liegt jetzt schon da nieder. Vermutlich unser Botschafter in einer der anderen Großmächte. Er hat uns ein Telegramm geschickt
Okay, das kennen wir schon, diese Beleidigungsgeschichte. Es geht um die USA. Wir bekommen einen Kriegsgrund, verlieren Prestige und unsere Beziehungen verändern sich. Oder wir werden hier diplomatisch antworten. Das werden wir auch. Dadurch erhalten wir sogar noch Prestige. Ich glaube, das ist alles noch so in unserem im Sinne der alten Ordnung, die nicht mehr lange anhält. So, Argentinien akzeptiert auch das Friedensangebot. Die USA haben da friedensstiftend eingegriffen. Wie man sieht, in Spanien gibt es mal wieder Rebellen und hier die Spannungen lösen sich auf hier in unserem neuen Protektorat. Sind hoch gewesen, doch in letzter Zeit scheint sich die Lage wieder zu beruhigen. Aus irgendeinem Grund scheint die Stimmung in dem Gebiet wieder ruhiger zu werden und viele Militante kehren wieder zu sinnvollen Beschäftigungen zurück. Vermutlich sieht man uns als zu stark an, um Widerstand zu leisten, aber vielleicht hat sich die Wut auch von selbst ausgebrannt. Okay, es geht ein bisschen weniger Militanz, das ist schön. So, Afghanistan ist eine große Entdeckung. Industrielle Produktionsinvestitionen. Zu diesem Zeitpunkt begannen Unternehmen damit langfristige Produktion durch Investitionen in Fabrikanlagen und Aufkäufe von Kleinzulieferern effizienter zu gestalten. Und damit sinken weiter die Fabrikkosten. Das ist erfreulich. So, und die nächsten Spannungen. Nein, und das bedeutet wieder Infamie oder Prestige. Nee, ich will keine Infamie. Ich möchte, nee, Leute, zurückstecken. Es ist verflixt. Es ist wirklich verflixt. Okay, und jetzt, liebe Freunde, mache ich Pause. Wir haben den 9. März 1888. Das ist der Tag, an dem, ja, Wilhelm I. gestorben ist und damit sein Nachfolger ins Amt des deutschen Kaisers und vor allem des Königs von Preußen kam, nämlich Friedrich Wilhelm, der Kronprinz, der sich dann allerdings als Kaiser ja anders genannt hat. Er wollte sich gerne Friedrich IV. Nennen, quasi, und sich in die Tradition des Heiligen Römischen Reiches stellen, denn da gab es einen Friedrich III., wie ihr sicher wisst. Aber das hat ihm Bismarck mehr oder minder verboten, denn er hat ihn mit der Verfassungswirklichkeit konfrontiert. Und das ist schon wieder mal interessant, auch wie Bismarck denkt. Bismarck war Preuße und er sah das Reich eben bis zum Ende nicht als, wie soll ich sagen, als ein eigenständiges nationales Konstrukt an oder überhaupt einen Nationalstaat an, sondern als einen übergeordneten Bund, den er nur so genannt hatte. So würde ich das mal interpretieren. Wobei ihn natürlich die Realität eigentlich schon da total überrollt hatte. Auf jeden Fall hat er sich mehr oder minder geweigert und darauf hingewiesen, dass es eben nicht diese Nachfolge ist des Heiligen Römischen Reiches und er sich deshalb in der Nachfolge der preußischen Könige benennen muss. Und wenn er sich Friedrich benennen möchte, dann muss er eben Friedrich III. Sein. Und das hat er dann auch entsprechend getan. Allerdings war der arme Mann, der Kaiser, schon schwer von einer Krebserkrankung gezeichnet. Kehlkopfkrebs hatte er. Sie wurde, glaube ich, ein Jahr vorher diagnostiziert, dann lange nicht, da gab es ärztliche Auseinandersetzungen, lange nicht wahrhaben wollen, hat er das Ganze. Er konnte, glaube ich, zum Amtsantritt schon gar nicht mehr sprechen, hat dann seine Anweisungen schriftlich irgendwie niedergelegt. Da war eigentlich schon ein Ende absehbar. Er war sozusagen der ewige Kronprinz. Und man muss sagen, er wurde in dieser Zeit davor, in diesen 20, 30 Jahren, wo man hätte denken können, das ist die neue Hoffnung Preußens oder des Kaiserreiches, da wurde er von Bismarck extrem geschnitten, an den Rand gedrängt. Er hatte eigentlich überhaupt nichts zu sagen, hatte nur repräsentative Bedeutung. Mal ein halbes Jahr hat er irgendwo stellvertretend regiert. Das muss ihn auch ziemlich gefrustet haben. Ja, und als es dann soweit war, tja, da war er schon schwer gezeichnet. Es heißt, es gerüchteweise soll er auch Syphilis gehabt haben. Angeblich, weil er sich mit einer heißblütigen Spanierin vergnügt hat bei der Öffnung des Suezkanals, was ich jetzt in unserem Falle sogar fast noch authentischer finde, dass nun ein kaiserlicher Suezkanal ist.
Wie auch immer, er hat nicht lange gelebt. 99 Tage. Allerdings galt er durchaus als etwas liberalerer Geist. Und ja, es ist die Frage, wie sich das Deutsche Kaiserreich entwickelt hätte mit ihm, mit Friedrich dem Dritten. Da gibt es ja einige, die da gerne drüber spekulieren und sagen, dann wäre es zu einer Annäherung, zu einer stärkeren Annäherung an Großbritannien gekommen, weil seine Frau war die Victoria, war Tochter von Queen Victoria. Da gab es also eine große Beziehung, auch überhaupt, glaube ich, von daher war er durchaus schon stärker, liberaler geprägt. Aber andererseits, er gehörte zum konservativen preußischen Haus und hat die ganzen Kriege auch mitgemacht, war hoher Offizier. Er changierte, glaube ich, auch sehr in seinen politischen Auffassungen. Also es ist sehr, sehr ungewiss, da eine Prognose abzugeben, was aus ihm oder mit ihm geworden wäre. Wären wir jetzt in der Lage, politische Reformen durchzuführen? Ich würde tatsächlich jetzt, glaube ich, um das, diesen liberalen Einschlag zu würdigen, bereit, jetzt irgendwas zu tun. Allerdings ist es derzeit nicht möglich. Insofern kann ich das jetzt nicht umsetzen. Tja, das Einzige, was wir machen können, wir können mal unsere Beziehung mit Großbritannien verbessern. So. Und ansonsten würde ich mal sagen, lassen wir diese 99 Tage laufen und denken an Friedrich den Dritten. Sokoto ist jetzt in der Einflusssphäre von Frankreich und überlegen, was wohl geschehen wäre. Und dann kommt ein ganz anderer zum Zuge, nämlich sein Sohnemann. Und erstmal ist noch Manfred von Beuen tot. Ich glaube, das war auch einer der Guten. Aber da will ich mir Zeit lassen, die Besten herauszupicken. Das ist immer ein bisschen mühselig. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Zivile Gewalt. Die hohe Militanz in Massawa, Eritrea, hat zu einem landesweiten Notfall geführt. Die Straßen werden von brutalen Kämpfen und Plünderungen dominiert. Wenn nicht bald etwas getan wird, könnte sich die Situation zu einem Massaker entwickeln. Die Kolonialpolizei steht bereit, einzugreifen und die Wiederherstellung der Ordnung zu versuchen, aber sie wartet noch auf präzise Anweisungen des Gouverneurs. Natürlich sofort intervenieren. Also da ziehen wir jetzt eine harte Linie durch. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch nicht unsere Truppen erstmal zusammengefasst und dann noch nicht auf die Schiffe gebracht. Das sollten wir dringend tun und dann nach Suez fahren. Okay, hier stehen die Ägypter mit 30.000, aber die können uns, glaube ich, im Zweifel nichts entgegenstellen. So, ich hoffe, ich war überhaupt mit den Daten, lag ich richtig und den 99 Tagen, ich habe gar nicht nachgerechnet. Aber ich denke mal, das haut so ungefähr hin. So, sehr schön. Persien erweitert sich. Makan ist Teil ihrer Nation. Damit, wie gesagt, bekommen es die Russen nicht. Das ist erfreulich. Sondern in unserem Einflussgebiet liegt es jetzt. Am 1. Juni entdecken wir noch fortschrittliche Metallurgie. Das erhöht die Produktionsleistung, was gut ist. Und wir werden technologisch jetzt noch etwas vorangehen. Und ich würfle eine 17, auch das wieder Industrie. Meine Herren. So, dann glaube ich, wählen wir jetzt mal. Oh ja, die Halbautomatisierung Fabrik kostet minus 10%. Das ist ja richtig mal was. Ich glaube, das wird uns jetzt perspektivisch langsam auch mal nach vorne bringen. Ich gucke mal gerade, wie jetzt der Abstand ist. 3 und 25. Der Abstand ist nur noch 22. Wir waren mal bei 30 vor einigen Jahren. Es ist nicht so schnell, ich gebe zu. Aber wir holen auf, wir fallen nicht zurück. Das ist für mich das Entscheidende. So, jetzt darf ich nun auch noch nicht den Termin vergessen, nämlich jetzt hier direkt am 15. Juni. In dem Moment, wo hier eine Rede im Parlament gehalten wird, vielleicht ist es Bismarcks letzte Rede, da stirbt nun unser Friedrich der Dritte. Aber was ist hier in dieser Rede los? Und ich glaube deshalb, dass die Freiheit, sofern sie nicht aus unserem Reich verschwinden soll, unserer stetigen Wachsamkeit bedarf. Ein liberales Mitglied des Oberhauses hat im Parlament eine stürmische Rede gehalten. Darin hat er die Regierung dafür kritisiert, dass sie angesichts des steigenden Unmuts im Land nichts unternommen hat. Was sollte die Regierung darauf... Wie sollte die Regierung reagieren? Haltet sie auf oder lasst sie, wenn es das ist, was sie wollen?
Ich würde mal sagen, wie immer, unser antiliberalen Kurs ziehen wir durch. Haltet sie auf. So ist es. Und was ist hier? Afghanistan. Da können wir noch was tun. Wollen wir dann auch tun. Ist Afghanistan in einen Krieg verwickelt? Tatsächlich mit Persien? Ach, sie haben Makran gewissermaßen. Okay. Sie haben Makran unterstützt. Die sind also verfeindet, die beiden Nationen. Naja, dann reicht auch die Einflusssphäre. Liebe Freunde, ich wollte jetzt eigentlich nicht mit Afghanistan hier dieses Ende zerreden, aber es ist soweit. Friedrich III. Ist gestorben und damit ist jetzt sein Sohn wiederum am Zuge, nämlich Wilhelm II. Wir haben den 15. Juni 1888 und auch wenn jetzt noch nicht die Zeit ganz um ist, aber ich denke, ich werde jetzt hier einen Strich machen und wir beginnen dann die nächste Staffel frisch mit Wilhelm II. Mit einer sicher etwas, na, wie soll ich sagen, großspurigen Art hier Außenpolitik zu betreiben. Ich denke, am Sozialkaisertum wird er erstmal festhalten, aber außenpolitisch wird er vielleicht nicht so filigran vorgehen, wobei das sich ja auch jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen anders entwickelt hat oder angedeutet hat. Vielleicht hatte er da, wie gesagt, schon seine Finger mit im Spiel. So, aber das wäre es erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Macht's gut, euer Steinwallen.